Bochum. Und hier steht eine E70. Die habe ich noch nie gesehen, die Anlage. Man erkennt sie an diesen komischen Flügelformen. Ziemlich komisch gemacht. Die normale E66 hat ja ganz anders die Flügel so. So, hier haben sie jetzt laut der neuen E66 hingestellt. Vorher standen 4 Stück. Die da hin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die beiden hier vorne sind jetzt noch neu. Und die hier noch. Also stehen jetzt 8 Stück. Ja, 4. Ach ne, halt, da hinten steht eine. 3, hier die vorne, die ersten 3 sind neu. 4, 5, 6. Ne, 3, 4, 5, 6. 7 Anlagen natürlich. Ach ne, da hinten ist einer. Also sind es 8 Stück. Mein Schorschi hat wieder Sommerreif eigentlich drauf. Heute schön warm. Wir haben den 25. Mai. Quatsch, April. Jetzt hätte ich ja Geburtstag heute. Gut, dann werde ich da mal hinfahren zu die Anlage. So, jetzt bin ich wieder ein Stück näher dran. Ich will mal kurz stehen. Ja, sieht ziemlich komisch aus, ne? Die Teile. Da steht E70 dran. Ja, die haben einen Haufen kleine Vestas. Also Vestas noch nicht, glaube ich. Aber Nordtank haben sie abgerissen schon. Da liegen überall ein paar Anlagen, Gondeln und Türme noch rum und Flüge. Diese kleinen. Und die hier, die E33, die wir mal starten, die sind ja schon lange weg. Die da hinten, wo die ersten 4 Enercon E66 standen. Nee. Und da hinten ist eine Ramme, sehe ich gerade. Da werden bestimmt auch noch welche hinkommen. Also gut, klar. Natürlich. Ich habe ja 2 Fundamente schon gesehen wieder. Die da schon standen. Also noch nicht gemacht, aber die dafür vorgesehen sind halt. Da denke ich mal, dass die Nordtank hier vorne auch wegkommen, die beiden. Die 3 Wasserstätten sind ja auch neu. Ah, habe ich noch nie gesehen. Eine E70. Ich habe die immer nur von weiter weg gesehen. Das ist mir so komisch aufgefallen. Das sah so erst aus, als wenn so eine Aussichtsplatte von unten dran wäre. Aber ist nicht. Aber hier sieht man es nochmal. Krass. So, jetzt stehe ich direkt darunter. Also ich weiß nicht, vielleicht kommen die Dinger hier, die vielleicht noch weg. Aber trotzdem sind die Flügel ziemlich komisch aus. Also eine wirklich eigenartige Form, finde ich, hat die Anlage. Vor allem weil in den Flügeln noch so, ja, wenn man so reinkicken kann. Das wundert mich. Bin ja mal gespannt, wenn die richtig im Wind stehen, die Flügel, wenn die sich dann erstmal dreht. Dann werde ich dann das nächste Mal nochmal hier filmen. Weil normal sind die ja halt eine Stand vorhin, hört jetzt nicht mehr. Ja, halt so aus. Naja, gut. Dann war es das erstmal von hier. Von Slukum. Vielleicht sind ja nächstes Mal schon die beiden Nordtank noch weg. Und die 3 oder 4. Ja, 4 Vestas sind noch, 4 kleine Vestas stehen hier noch. Ja. Mal gucken. Gut. Und tschüss. Moin Moin, heute bin ich wieder mal in Strukum. Mitten bei den Enercon-Anlagen. Hier standen ja immer so viel E33 und so. Also wie da hinten, die da. Die kleine da. Da wo die kleine steht, dahinter standen 42, die haben sie auch schon abgebaut. Die sind auch alle weg, die kleinen Anlagen. Sieht man noch Überreste von den Bergen. Also von den Fundamenten sind noch die Berge übrig geblieben. Die Sandhaufen. Oder Erdhaufen. So, jedenfalls steht jetzt hier eine Enercon, steht da, da hat eine Vestas, dann steht hier noch eine Enercon, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. wird jetzt aufgebaut, also 10 Enercon, 9 E66 und eine E70 und zwar die E70, da war ich letztes Mal auch da, da hat sie noch nicht gedreht, man erkennt sie gleich an den Flügeln, Quatsch. Das ist nicht, das ist er.
Das sieht irgendwie lustig aus, du. Fällt gleich auf. Und gleich mal reinfahren. So, jetzt bin ich kurz davor. Und werde gleich hinfahren. Die drei, noch vier Reste kommen, wirklich klein hier. Zwei davon drin sind noch, zwei stehen. Drin sind momentan nicht. Also hier kann man nochmal zählen, wie viel ändern kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist die 10. Ich würde auf heute mal hin. So, jetzt bin ich fast da. Und ja, sieht gar nicht so schlecht aus, die Annahme mit dem Flügel. Das sah erst gewöhnungsbedürftig aus, also so geht's eigentlich. Und sie ist irgendwie leise. Finde ich. Aber vielleicht stehe ich auch gerade ungünstig. Na, bei Klemmern. So, jetzt bin ich gleich da. Susi rennt auch irgendwo rum hier. Susi, wo bist du? Hier. Susi, hey! Ja, Dicke, komm weg gleich! Auto. Porsche 2. Susi, hier bleiben. Dann krieg ich wieder einen Krampf, Junge. Da sieht man Unterschied zwischen E66 und und Nordtank. Der kleine. Das ist ein Vestas und der Nordtank. Da ist das da. Susi! Hund, komm hier her. Susi! Susi, hier bleiben. So. Sieht sich ganz normal eigentlich aus, so wie eine normale E66. Also wenn man so weiter wegzoomt, dann sieht man es, dass es eine E70 ist. So, hier ist noch ein Schild aus früheren Zeiten, Windpark Bridget Land, 28 örtliche Betreiber als Gesellschaft. Geplante Gesamtgröße ca. 6 Megawatt. Deine aufgebaut. Der Turm sieht ziemlich hoch aus, aber es ist glaube ich 68 Meter. Sieht auch aus wie 85 Baller. Aber ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Da ist ein abgebauter Nordtank gelagert. Türme und die Gondel, alles da. Übel nah. Ja. Die Flügel liegen da auch schon da. Das ist bestimmt eine E66. Ja. Der Generator ist auch da.